Hallo, Freunde der Nacht des Suffs und der käuflichen Liebe. Ja, zurück zu einer Runde rausgerotzt. Und rausgerotzt sieht heute nicht nur der Wanwa aus, sondern auch der gute Der Tobi, gute Mann! der Ace. Hey. Ja, willkommen zur dritten Deppenrunde. Und Deppenrunde, was? ja. Ist Aesel ein Idiot? Genau, das ist das Thema Nein, der das heutigen ist Folge. nicht das Und Thema. ich habe mal bei Google und Wikipedia nachgeguckt. Also bei Wikipedia steht tatsächlich ja. Ja, also ich habe meinen Käse eben nicht fallen lassen. Mit was? Wieso sind wir jetzt bei Käse? Dann sollten wir vielleicht mal zum richtigen Thema kommen. Okay, wann war? Was ist denn das Thema der heutigen Folge? Warum waren wir nur Verkehr im Eurotruck Simulator hat? Ja. Das ist schon Okay. richtig. Nein, also tatsächlich auf Aesels Wunsch hin, der sich gerne mal stundenlang über Verkehrsteilnehmer und LKW-Fahrer und Linksschleicher und Mittelspurbenutzer auslassen möchte, haben wir uns dazu entschieden, in der letzten Folge haben wir uns neben Gesellschaftsregeln so ein bisschen über den öffentlichen Verkehr aufgeregt. Also hauen wir heute mal so richtig die Rotze auf den Tisch und lassen Aesel mal so richtig vom Leder ziehen, So wenn es einen darum geht, richtig andere coolen Verkehrsteilnehmer Schlamm. ne, so richtig durch den Kakao zu ziehen. Ja, die können alle sterben. Das ist Aber richtig. warum? Am Anfang war ich noch der Überzeugung, dass es nur alle LKW-Fahrer verdient haben, den Tod durch, was Amboss. weiß ich, durch Pferdezertrennung zu bekommen. Ihr kennt doch früher, wie die Ja. Leute an vier Stricken festgebunden wurden und an Pferde. Ja. Also das habe ich mir immer so schön bei LKW-Fahrern Oh, vorgestellt. das muss ich mir mal direkt hier notieren fürs Thumbnail. Ja. Aber inzwischen bin ich auch der Meinung, dass alle anderen Autofahrer außer ich diesen Tod verdient haben. Ja, aber warum? Welches aktuelle Ereignis veranlasst dich zu dieser Aggression gegen diese Teilnehmer? Aggression? Am meisten sind es bei den Autofahrern momentan diese Wichser, die die ganze Zeit die mittlere Spur für sich beanspruchen, obwohl alles rechts komplett frei ist. Im Prinzip sind ist die mittlere Spur und die linke Spur ja eigentlich nur dafür gedacht, zum Beispiel bei der mittleren Spur die LKWs zu überholen, weil die ja nur ein bestimmtes Tempolimit fahren dürfen. Und eigentlich ja auch keine anderen LKWs überholen dürfen, was mich dann später auch noch zu einem anderen Thema leiten wird. Das Elefantenderby. Ja, genau. Ich nenne es immer den Kampf der Kolosse. Ja, aber es ist ja so auf der Autobahn, es ist ja die Regel. Rechte Spur fährst du mit dem LKW oder Opel Kadett. Mittlere Spur fährst du mit dem PKW und die linke ist halt freigegeben für 200 plus. Das ist ja ganz einfach. Alles andere ist ja verboten. So lernt man ja auch in der Fahrschule. Kann man im Prinzip so Ja. sagen. Und es ist, Ja. du musst halt, wenn die Verkehrsbedingungen das ermöglichen, dann kann man diese Teilnehmer, die auf der mittleren Spur fahren, obwohl sie ein Opel Kadett haben, so abfacken, indem du die linke Spur zur rechten machst. Das verängstigt die Leute. Und es funktioniert in der Regel, wenn die Autobahn leer ist. Ja gut, wenn Man die darf Autobahn. ja von auf der rechten Seite darf sie ja nicht nach links überholen eigentlich. Darfst Außer du das ist halt nicht. eine Autobahneinfahrt zum Beispiel. Ja, Ja. oder halt links oder Mitte Stau, dann kannst du auch rechts dran vorbeiziehen. Ja, eigentlich schon. Aber die Leute, die machen es halt trotzdem immer und ich verstehe einfach nicht, warum man so behindert sein kann. Ich glaube, das ist Ja. teilweise echt einfach Verpeiltheit. Du pendelst dich auf der mittleren Spur ein, hast du deine Durchschnittsgeschwindigkeit und achtest gar nicht drauf. Das Ding ist, ich kenne privat. Mein Schwager ist ein Mittelspurfahrer. So. Da Du auch der kann der schon mal Mittelspurfahrer. sterben. Ja, das weiß ich. Ich habe ihn nämlich mal gefragt, weil auf der Autobahn bin ich mit ihm mitgefahren. Weshalb? Und diese Antwort von denen. Und deswegen, wenn du mal in die Fenster reinguckst von diesen Fahrzeugen, zu 130% bestehen die Fahrer da ja aus
Südländern, also Italiener oder Spanier. Ach, jetzt macht der so schon wieder oder, die Rassisten. Ich wollte gerade sagen, wann war Paki Rassisten? Aus Frauen oder Rentnern, das heißt Verkehrsteilnehmer 40 plus. So. Mhm. Wenn du da mal also reinst. Ne? Ich kann bin... ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ist ja so. So. Und die Antwort von denen ist halt, weil die sich auf der mittleren Spur sicher fühlen. Links ist nichts, rechts ist nichts. Aber wenn du auf der rechten fährst, ist doch rechts gar nichts. Ich wollte gerade sagen. Ja, aber da kommt denen der Seitenstreifen schon zu nah. Ja, aber das ist doch eine total blödsinnige Ausrede. Wenn ich mich sicher fühlen will, fahre ich rechts, weil A, davor und hinter mir niemand mit einer weiß Gott wie hohen Geschwindigkeit rumfährt. Beispiel par exemple, wenn ich mit dem Kleinen gefahren bin, habe ich mich immer mit dem Wagen rechts gehalten, weil ich dann nie schneller als 100, 110 Maximum gefahren bin. Da habe ich auf der linken schon mal gar nichts zu suchen. Ja, höchstens du ziehst mal wirklich irgendwo dran vorbei, weil da so ein Rentner mit seinem 25er-Schild hinten drauf ist. Ne? Aber sich in der Mitte sicherer zu fühlen, finde ich, ist die schwachsinnigste Begründung schlechthin. Rechts tuckern die großen Maschinen an dir vorbei und links ziehen die 200er durch. Also das ist eine Begründung, die ich nicht kaufen kann. Sorry. Das ist in meinen Augen totaler Quatsch. Finde ich auch. Ja, wobei, wie ist das denn, wenn man sich als auf der rechten Spur zwischen zwei LKW befindet? So ein Sandwich macht. Ja gut, das ist eine Situation, klar, wenn ich mit dem Wagen, ne, hinter mir einen Baumstammtransporter und vor mir einen Gasflaschentransporter, ne, keine Ahnung, ich sag mal, Final Destination lässt grüßen, dann ziehst du dran vorbei. Dann gehst auf die Mitte, ziehst weiter, bis du die LKW hinter dir gelassen hast. Und ganz ehrlich, das ist kein Problem. Also ja, so ein LKW zu überholen, ist selbst mit dem beschissensten Auto das Einfachste, was geht. Ja, wobei ich sagen muss, jedes Mal, wenn ich ein LKW überhole oder überholt habe, so ein Unwohlgefühl ist trotzdem da. Ne? Die sind ja schon... Ja, wenn du so dran vorbeiziehst. Ne? Das ist allerdings ein interessantes Gefühl, musst du mal machen. Nimm mal jemanden als Beifahrer mit, der relativ ein bisschen Angst hat beim Autofahren. So. Und dann such dir eine Baustelle, irgendwie so A3 Richtung Köln. Rechte Spur ist 3 Meter breit, die linke 2,50. Du fährst mit einem BMW X5, der 2,45 breit ist, an einem LKW. Der Schwertransporter ist vorbei. Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn du auf Höhe dieses Schwertransporters bist, bremst du ab, sodass du in dieser Lücke zwischen LKW, links die Betonwand, direkt unter deinem Seitenspiegel, rechts unter deinem Seitenspiegel ist der Reifen des LKWs. Das ist ein schönes Gefühl. Du bist schon ein bisschen, ne? Bisschen, ja. Ja, okay. Super. Aber wenn du sagst, Esel, dass dich jeder aufregt, bist du ein tendenzieller Regelfahrer oder eher nach Regeln, ne? Oder fährst du auch mal, wenn du nicht deine Regel hast? Bitte, die Schnauze, Mann. Wann war seine Käsetage? Halt immer wieder. Er findet immer wieder irgendwas. Ja gut, also letztes Mal ist aber, waren bei ihm alle schuld, die, alle sind fett übergewichtig, fette übergewichtige Hartz-IV-Empfänger, die alles auf ihre kaputte Schilddrüse schieben. Richtig. Dieses Mal sind's nicht zu vergessen, die mit 40er südländische Frauen, die auf der Mittelspur fahren. Mhm. Ne? Also auf wann war es außer, ich glaube, 3 Folgen, dann hat er seine Strikes voll, ne? Ich glaube auch. Ich sag dir, bei mir ist nichts monetarisierbar. Aber jetzt mal im Ernst, fährst du regelkonform, Essel, oder eher so Anfang 20er also, Gang-Style? Da, wo ich weiß, wie ich fahren kann, fahre ich eigentlich nach Lust und Laune. Sagen wir, ich fahre ja jeden Tag halt meine Spur Richtung Frankfurt, die... Wenn ich normal fahre, würden das so 45 bis 50 Minuten sein. Wenn ich so fahre, wie ich die Strecke jetzt kenne, ist das eine halbe Stunde. Okay. Weil da fahre ich mit 180 auch durch die 120er Begrenzung durch. Okay. Das heißt, du fährst nicht rasend, sondern du fährst zügig.
Naja, ja, mein Auto schafft nicht mehr als 180. Ich finde, das von 120 auf 180 ist für mich nicht zügig. Mann. Ja, ich finde, das ist immer ein Unterschied. Man kann schon mal eine Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten, wenn der Verkehr das zulässt. Meistens ja, die ist die Beschränkung da, weil der das nicht zulässt. Immer leer. Aber ich bin auch immer drüber, wenn die Bahn frei ist. Das tut ja nichts zur Sache. Aber zügig ist für mich nicht 60 km/h mehr, als auf dem Schild steht. Wenn die Strecke leer ist, finde ich, geht das. Also mal abgesehen davon, dass im letzten mit dem Bora, den ich hatte, da war es auch schwierig, über 190 zu kommen. Also es ist ein schönes Auto, aber viel höher konnte ich nicht treten. Ich fahre halt einen 16 Jahre alten Ford Focus. Oh. Also der Bora war von 2000, also auch knappe 16 Jahre alt. Hat aber auch schon mal eben seine 270 runter. Ne? Ja. Da darf man ein bisschen schwächeln. Wobei ich ja tatsächlich, die Leute haben mich, glaube ich, gehasst im Verkehr, dadurch, dass ich natürlich sehr regelkonform fahre, gerade wenn ich einen kleinen drin hatte. Ja, da würde ich sowieso machen. Ja. Ja, aber da hörst du das öfter mal die New Yorker Sekunde. Ja, wenn ich mir das so vorstelle, dass ich teilweise Leute dabei mit, also ich war Beifahrer bei Leuten, die nicht mehr zügig, sondern gut gefahren sind, mit einem Kind im Auto. Da dachte ich mir so, das geht gar nicht. Das ist eher nicht so gut. Es waren dann so Situationen, da ist man dann mit 100 durch die Stadt gefahren. Ja. Nee, also das sind Sachen, die tatsächlich in meinen Augen gar nicht gehen. Wenn jetzt der 18-jährige Jungspund unbedingt meint, er muss Papas BMW nehmen und auf der Autobahn mal ordentlich der Pedal durchtreten. Ja. Ja, gut, er gefährdet auch andere, aber wenn er den Wagen vor den Baum setzt, wickelt er nur sich selber drum. Aber was gar nicht geht, ist irgendwie, wenn Familie oder Kinder mit dem Wagen sind. Mhm. So bei Kindern überhaupt nicht, nee. Das stimmt. Ja, oder wenn man allgemein so fährt, dass man den anderen Verkehr mit gefährdet. So wie die ganzen Mittelfahrspurer oder diese Drecks-LKW-Fahrer, die sich gegenseitig überholen. Ja, also bei den Mittelspurfahrern, wie gesagt, bin ich so ein bisschen anderer Meinung. Also ich habe da an sich kein Problem mit. Wobei ich jetzt auch den Vorteil hatte, ne, ich bin mit dem Bora ganz entspannt rechts gefahren. Ich hätte aber auch eigentlich locker links dran vorbeiziehen können. Ja, ist halt, ich bin, was das angeht, glaube ich, sowieso eher ein gelassener Mensch. Die Sache ist halt, wenn du so einen scheiß Mittelfahrspurer hast, aber die rechts hast du halt auch ein Auto und du siehst halt, dass der so langsam fährt, dass der den nicht überholen wird auf der rechten Spur. Heißt quasi so, ein Elefantenrennen, aber mit Autos. Genau, im Prinzip. Und du willst aber halt trotzdem weiter deine Geschwindigkeit halten, aber dann kommt halt einer von links, sagen wir ein scheiß BMW Fahrer oder so, der 240 drauf hat und du gerade aber auch nach links vorbei willst, aber den willst du ja natürlich dann vorbeilassen, aber du hast ja dein Tempo noch drauf und bei meinem Ford Focus ist die Sache, dass ich dann ausgebremst werde und ja, ich habe einen Benziner und der beschleunigt wie Dreck, da werde ich bei meinen 180 ausgebremst, fall wieder auf 100 runter und braucht dann wieder meine 2-3 Minuten, bis ich überhaupt wieder auf die 180 draufkomme. Bist du denn jemand, der die Lichthupe nutzt? Nein. Nein? Überhaupt nicht. Nee. Ach, ich finde, das hat keinen Sinn. Ja gut, meistens hat es bei den Leuten auch keinen Sinn, weil sie nicht bemerken, dass es andere Teilnehmer gibt. Wenn dann nachts. Aber am Tag, finde ich, hat das keinen Sinn. Lichthupe ist auch Quatsch. Die führen nur dazu, dass du schaukelst dich hoch, der Typ, den du anlichtest, den juckt jetzt sowieso nicht, der ärgert sich höchstens, weil du ihn anlichtest, aber ändert nichts an seinem Fahrverhalten. Das heißt, jetzt schaukelt dich noch mehr hoch. So, ne? Das ist... Nö. Ich finde es unnötig einfach, muss man nicht machen. Also man kann sich über vieles aufregen, und man so Spökes im Verkehr selber zu machen, bringt nichts. Erstmal lenkt es dich nur ab, ne, dann warte lieber auf die nächste Gelegenheit, tatsächlich dran vorbeizuziehen, ja, auch wenn du dann mal ausgebremst bist. Der Vorteil ist, wenn du wieder auf 100 abfällst und der ja mit 180 weiterfährt, ne, dann hast du ja erstmal wieder ein bisschen Luft zwischen dir und dem anderen. Ja, aber... Aber was wäre denn für dich eine angemessene Strafe für einen Dauermittelspurfahrer? Habe ich vorhin schon gesagt. Nee. Eine angemessene Strafe, Esel. An den Hoden aufhängen?
Okay. Ja, okay, die sind jetzt nicht so die schlimmsten, also. So ein aber kleines Verwarnungsgeld kann man denen schon mal geben, ne? Halt das Typische eigentlich für Nicht-Einhalten des Rechtsfahrgebots. Ja. Ja, da du bei dem Rechtsgebot ganz vorne mit dabei bist, war klar, man war. Das stimmt allerdings. Okay. Ja, ich weiß nicht, ich sehe das glaube ich nicht ganz so eng wie ihr. Wobei, wie gesagt, ich bin halt auch extrem selten Fahrer. Ja, ich fahre halt jeden Tag und da. Am Anfang habe ich mich auch nicht so darüber beschwert, aber in letzter Zeit, da fuckt es mich immer mehr und mehr ab. Da gehen die mir schon mies auf den Sack. Ja, also, man merkt in der mehr Patrouillen von Cobra 11. Ja. Ja. Ja, genau. Ja. Cobra 11 aufschreiben. Versuchen wir mal eine Überleitung. Eine Überleitung? Das ist jetzt eigentlich mein Fachgebiet, aber ich krieg's nicht hin. Auf was willst du denn überleiten? Ja. Ich will überleiten auf LKW-Fahrer. Holer. Ja. Überholer? Ja. LKW-Fahrer. Ja, dann. Also da fällt dir, du willst von dem Thema jetzt gerade überleiten auf das Thema Überholer. Wir reden die ganze Zeit über eine Überholspur und dir fällt keine passende Überleitung ein? Mm-mm. Okay, dann ziehen wir jetzt einfach mal an dem Thema vorbei und setzen uns davor. Und dann darf der Wanderer sich jetzt über Elefantenrennen auslassen. Na, ich doch nicht, das Säsel. Ach so, dann rede ich ja nur die ganze Zeit. Ja, nee. Acel, das ist ja das Schema F, ist ja so: Acel macht den Trigger, er riecht sich auf. Ich führe das Interview, indem ich Fragen stelle und meine eigenen Erfahrungen damit reinbaue. Und ich bin anderer Meinung. Finn ist die Opposition. Alter, pass auf, was du sagst. Auf mit politischen Begriffen. Politik ist tot. Ja, dann mach genau doch mal ein gutes Politik-Erklärvideo. Nein. Esel, nein. Der Erklärbär. Erklärbär? Okay, also sind wir jetzt quasi von den Mittelspur-Cruisern weg. Auf die Mittelspur und auf die größten Missgeburten im Straßenverkehr. Tut mir leid, wenn ich das so ausdrücken muss. Ich kann dir vollkommen zustimmen. Ich kenne jetzt auch keine schlimmere Gruppe. Wir sind jetzt bei Truckern, ja? Mhm. Ja. Ja, auch da bin ich wieder zwiegespaltener Meinung. Ja, Acel. Dann präsentier mir erstmal deine Meinung und dann raste ich komplett aus, warum deine Meinung falsch ist. Also ich meine, was klar ist, ist, dass die großen Maschinen, egal in welcher Art und Weise, ein Hindernis und ein Ärgernis ist. Peng. Ja. Ne? Egal, ob es jetzt einfach nur so mit 65 durch die Gegend zuckern und am besten rechte und mittlere Spur blockieren oder sei es diese legendären Elefantenrennen. Was man noch nicht vergessen darf, ist, wie lange die Leute teilweise da auf dem Bock sitzen. Und da möchte ich hier mal eine Lanze brechen für die Trucker, die tatsächlich da beruflich einfach extrem unter Anspannung stehen. Und dass man da sich dann mal auf so ein Elefantenrennen einlässt, weil man einen Zeitplan halten muss, habe ich so ein bisschen Verständnis für. Ja, Trivia. Eskalation in 3, 2, Trivia? Nee. Es wird ja schon ausgerechnet bei Elefantenrennen. Die können ja da vielleicht Geschwindigkeiten von 82, 84 km/h erreichen. Und in der Regel bei einer 1000-Kilometer-Tour kommen sie eine halbe Stunde früher an. Nicht irgendwie erdachte Stunden. Das Maximum ist wirklich so etwa eine halbe Stunde. Da kann man sich dann darüber streiten, ob das wirklich ein Zeitgewinn ist. Für den massiven Zeitverlust der anderen. Jein. Also ich glaube dir tatsächlich, dass es hinten raus relativ wenig Gewinn ist. Aber ich glaube, es ist einfach eine psychologische Sache. So ein bisschen wie wenn man einen Ego-Shooter hat und man sprintet, einfach nur, weil es schneller wirkt. Genau, weil ich 0,1 Sekunde vor meinem Nachbarn an der Durchgangstür bin. Mhm. Also ich glaube, das ist tatsächlich, ja, es ist mit Sicherheit auch so ein bisschen Konkurrenzkampf und hey, ich habe den dickeren Truck unterm Arsch. Aber ich glaube, dass das nicht unbedingt auf alle zutrifft. So, Acel, jetzt hau raus. Jetzt kann Acel. So, ich will ein Trommelwirbel, irgendwie so Musik. Muss ich jetzt einfügen im Schnitt.
Machst du eh nicht. Echt, ey. Ich kenn doch deinen ungeschnittenen Scheiß. Alter, was hab ich gemacht? Jetzt raste aus, bitte. Sorry, ich bin nebenbei Minecraft. Also, das mit dem Zeitdruck, das haben die sich ja selber ausgesucht, oder nicht, diesen Job? Würde ich mal sagen, ne? Ja, das definitiv. Aber hast du dir die Umstände beim entsprechenden Arbeitgeber von vornherein so ausgesucht? Aber ich glaube, das driftet jetzt gerade ab in der Arbeitsrechtsdiskussion und da seid ihr im Unternehmen. Du kannst ja auch kündigen, wenn du Probleme damit hast. Nee, wenn du einen Job als Trucker dir aussuchst, dann musst du ja im Prinzip schon damit rechnen, dass es ein bisschen. Ja, wobei ich glaube, dass da tatsächlich die Anforderungen in den letzten Jahren genauso wie in sämtlichen anderen Berufsbildern extrem angestiegen sind. Und ich glaube, auf den deutschen Autobahnen sprechen wir auch nicht nur von deutschen Arbeitnehmern. Und ich weiß nicht, ob du in gewissen anderen Regionen und Ländern da so eine Wahl hast, großartig, was deinen Job angeht. Vor allem, ja. Das ist jetzt wirklich wieder so eine Beobachtung. Ich finde, ich kann es nicht genau bestätigen da jetzt. In jetzt Fall. Sagt er wieder, die Muselmänner ich waren. Ich finde, dass die polnischen LKW-Fahrer das gerne machen. A2 von Warschau nach oben Oberhausen. Ich finde, ich kann es nicht so komplett bestätigen, aber das habe ich so das Gefühl, dass die das gerne machen. Vielleicht mit der Intention, dass ein polnischer LKW möglicherweise nicht 84 als Maximum, sondern mehr hat. Immer ich, ganz ehrlich, ich habe da noch nie wirklich drauf geachtet. Ja, doch, man hat die ja, das Nummernschild hast du ja direkt 30 Zentimeter vor deinem Auto, ja. Wenn du den hinterher fährst und irgendwann merkt man sich das. Ja, gut, wobei das glaube ich auch so eine situative Wahrnehmung ist, ne? Ja, wenn das eine Region ist, in der du selber viel unterwegs bist, jemand in Bayern hat da mit Sicherheit ganz andere Erfahrungen gemacht, das sind wahrscheinlich die Österreicher. Deswegen, ich sage das ja, weil ich kam früher, wo ich halt viel Auto gefahren bin, aus der Region direkt an der A2 und das ist halt wirklich so 30% fahren dann nur Polen lang, weil das halt die Warschauer Allee ist. Ja. So, aber Acel hat sich noch nicht richtig ausgerührt. Nee, Acel hält sich echt zurück. Ja. Acel, du darfst frei schnauzen. Du darfst dich jetzt komplett rauswachsen. Die Aggressionen kommen meistens einfach nur, wenn ich direkt hinterm Auto sitze und das sehe, was die machen. Okay, Acel, dann schließ deine Augen und dann stell dir jetzt bitte vor, wie du in deinem Wagen sitzt. Also, ja? Du fährst die A3 hoch oder die was weiß ich was, ne? Und rechts an dir vorbei, ne? Rechts an dir vorbei zieht ein polnischer Baumstammtransporter und setzt sich direkt vor dich. Ja? Hinter dir ein österreichischer Kaiserschmarrntransporter. Ja, und den nehme ich richtig in die Tange. Okay, und jetzt, das wird mir ein bisschen zu abstrus. Lass es raus. Also, ich finde einfach, das meiste, was ja an diesen Überholfahrten von den LKWs das Problem, dass die ja halt dabei extrem langsam sind und die bringen halt einfach den kompletten Verkehrsfluss in der Autobahn, sagen wir, ein Stück zum Stehen oder versetzen den nach hinten und gefährden damit auch unnötig Leute, so wie die das teilweise machen, diese Überholaktionen. Das Schlimmste, was halt bei den Überholaktionen ist, wenn die dann auf die geniale Idee kommen, ach, ich überhole den jetzt einfach mal, wenn es gerade mal bergauf geht. Und dann brauchen die schon mal so schöne 10 Minuten, den zu überholen, weil die vielleicht 1 km/h mehr fahren als der. Wenn überhaupt. Ja, wurde gemessen, 2 km/h sind der Durchschnitt. Also das ist halt das Schlimmste daran einfach. Selbst für grobe Unterschiede. Schreitung, 10 km Differenzgeschwindigkeit, eine Differenzgeschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde entspricht 3,6 km/h, also dauert also bei 4 km/h Unterschied ein Elefantenrennen mindestens eine halbe Minute, wenn sehr knapp aufgefahren wird und nach Abschluss des Überholvorgangs auch wieder sofort eingeschert wird. Ja, das wäre ein 4 Minuten Elefantenrennen und gefühlt dauern die, also das ist ja aus dem Wikipedia-Eintrag zu Elefantenrennen. ja, und es ist ja auch verboten, ich weiß nicht, ob das da bei dir auch steht. In der bundesdeutschen Straßenverkehrsordnung wird dieser Vorgang als Überholen mit zu geringer Differenzgeschwindigkeit bezeichnet und wird da nicht gestattet. Mit 80
Euro Bußgeld, da hätten wir es sogar. Also ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell ist, aber das klingt schon ganz gut. Also mir wurde es damals so in der Fahrschule noch beigebracht. Ja, also ne, es wird, glaube ich, jedem beigebracht, ne, wenn du merkst, du kannst die Karre rechts von dir nicht überholen, nimm Tempo runter und scher dahinter ein. Ja, das ist es. Sowieso. So, dann ist auch für mich wieder so ein bisschen, jetzt komme ich wieder mit meinem Lieblingsargument, ne, gesunder Menschenverstand. Ja, den haben die aber alle nicht. Die wahrscheinlich nicht, weil auf der Autobahn ist diese Gefahr für die ja nicht ersichtlich. Wenn du auf der Landstraße überholst und du siehst, in 1000 Meter Entfernung kommt dir ein Auto entgegen, dann hast du das Gefühl, könnte gefährlich werden. Wenn du aber auf der A2 unterwegs bist oder auf einer zweispurigen Autobahn unterwegs bist, links der LKW, du hast vorne nichts, weil es kann dich ja keiner überholen, dann denkst du, Straße ist frei, ist ja super, ist ja alles sicher. Ja. Da hat man dieses Bewusstsein halt nicht. Ja, ich glaube, da spielen unheimlich viele Faktoren mit rein. De facto, wo wir einen Haken dran machen können, ist das Elefantenrennen und alles, was mehr als zwei LKWs hintereinander betrifft, ein Ärgernis ist. Ja, mal abgesehen, jetzt hole ich wieder die Familienvaterkeule raus, ne, wenn ich mit dem Kleinen auf der Rückbank irgendwie da fahre und um mich rum sind nur diese fetten Monstermaschinen, dann ist kein schönes Gefühl. So. Was? Warum schmeiße ich jetzt einfach mal in den Raum, dass die meisten Unfälle durch diese Wichser entstehen auf der Autobahn? Das glaube ich eher nicht. Weil die den Verkehrsfluss so zum Missachten bringen. Da wäre ich jetzt tatsächlich auch anderer Meinung. Ich glaube nicht, weil das bei LKW ja eher nicht abrupt geschieht, sondern ja wirklich eher langsam. Die bremsen ja nicht alles plötzlich so und man sieht das ja, wenn ein LKW blinkt. Ja, wenn der blinkt, ne? Das ja, aber ist auch wenn eine Sache. Auch wenn ein LKW nicht blinkt, die sind ja relativ schwerfällig. Die wechseln ja nicht die Spur wie so ein Audi in 3 Sekunden, sondern eher so in 20. Wenn so ein LKW auf einmal vor dir wechselt und du halt kurz hinter dem bist oder ja, dann noch links einer von dir vorbeikommt, versuchst ja auch entweder auszubremsen oder den schnell zu überholen. Da entscheidet ja im Prinzip auch so ein bisschen dein, wie heißt es? Reaktionsvermögen. Reaktionsvermögen, genau. Da wollte ich mal die Frage stellen, Aisel. Wo findest du die Situation denn schlimmer? Auf zweispurigen Autobahnen, wo die komplette Bahn dann gesperrt ist? Oder auf dreispurigen Autobahnen, wo die Gefahr ist, dir die linke Spur nutzen zu müssen, wo ja sehr schnell gefahren wird? Ich finde beides gleich schlimm. Im Prinzip. Weil ich habe schon mit beiden Erfahrungen gehabt. Ja, wobei ich da die zweispurige schlimmer finde. Bei der dreispurigen hast du zumindest noch die Option. Aber da ist es halt gefährlicher. Naja, da ist halt wirklich diese Gefahr, weil dann will man, ne, man riecht sich auf und dann geht dieses Bewusstsein, wird kleiner dafür, ja, links, die Leute können jetzt mit 200 km/h da fahren. Und du bist ja dann nur noch auf 80. Wobei, ganz, ganz ehrlich, wie viele Autobahnabschnitte habt ihr oder kennt ihr, an denen auf den permanent auf der linken Spur jemand mit 200 Sachen ankommt? So gefühlt jeder, auf der ich fahre. Also, wenn ich fahren kann, dann fahre ich auch die ganze Zeit so. Ja, aber im Normalfall tatsächlich, und jetzt bin ich bei den 200-Plus-Wagen, die kommen nicht so häufig, wie es jetzt gerade in der Diskussion, ne? Also meine Vorstellung von eurer Diskussion ist gerade so, ne? Also dazwischen sind schon ein paar, die ein bisschen langsamer fahren. Also die Möglichkeit besteht, und daher meine Meinung, die Dreispurige zu bevorzugen, schlimmer finde ich es auf der Zweispurigen. So. Ja. Haken dran. Okay. Gut. Okay. Habe ich jetzt gerade beschlossen. Ja. Ne? So, ihr Lieben. Ja, aber, ich habe jetzt gerade das Thema für beendet erklärt. Nee, nix aber. Ne, ich muss dir noch einen Tipp geben, Lisa. Wenn du mal wieder sowas hast, das habe ich einmal gemacht. Ich habe danach nachgelesen, es ist nicht verboten. Ja. Du hast einen LKW-Fahrer. Der hat seinen Überholvorgang nach seinen 20 Minuten beendet. Dann musst du mal den überholen. Machst du ja dann, dich vor ihn setzen, in die Lücke und ganz langsam, gemütlich abbremsen auf das Auto beim Mindesttempo von 60 km/h. So lange, bis du siehst, dass er den Blinker anmacht
Und dann beschleunigst du wieder auf 140. Das ist ich hab dir gar nicht zugehört. Penner. Das ist ein richtig schönes Gefühl. Der redet mir jetzt so viel. Okay, dann rede ich an dieser Stelle jetzt mal die ableitenden Worte, wenn ihr nichts dagegen habt. Okay. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich glaube, eine wirkliche... Naja, auf den grünen Zweig sind wir nicht gekommen. Ace fährt weiterhin wie Sau und kotzt jedem LKW-Fahrer auf die Windschutzscheibe. Alles Hurensöhne, sorry dafür. Wann war fährt nur an Leuten vorbei, die nicht Mitte 40 weiblich und aus dem Süden kommen. Und ganz ehrlich, ich lasse mittlerweile sowieso die Finger eher vom Auto. Und damit bedanke ich, beziehungsweise bedanken wir uns fürs Reinschalten. Haltet die Ohren steif, lasst uns Daumen, Feedback und bla 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 und ihr kennt den ganzen Rotz. Ihr könnt auch gerne schreiben, dass Wann war ein dreckiger Rassist. Das habe ich auch. Ihr könnt auch was anderes steif lassen. Und ein Frauenfeind ist er. Und er hat was gegen Harzer. Außer Harzer Rolle. Eigentlich habe ich aber gegen darüber alle reden Menschen was. Ja. Das ist die okay. Käsefolge wird kommen, Leute. Sie wird kommen. Der Käse lässt nicht lange gibt auf sich warten. 20.000 Likes für eine Käsefolge, bitte. Okay. Dann macht's gut. Tschö. Ciao.